Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Evil Defenders. Und wir gehen auf unsere geile Map. So, was versuchen wir? Wir versuchen das Unmögliche. Den Horror Inferno auf Schneebastion. Mir grault's jetzt schon davor, Leute. Jetzt habe ich noch einen Schluck auf. Herrlich, Leute, herrlich Scheiß. So, also Leute, nochmal. Wir probieren das jetzt hier. Und zwar so gut es geht, sag ich mal. Ne? So, gleich die nächste Runde hier. Zack, dass die weg sind. Oh, Drecksheiler, verfluchter Mann, wie ich sie hasse. Wie ich diese Heiler hasse. Das sind halt Ratten. Einfach nur Ratten, ne? Ratten, wie sie aus ihren Löchern kommen. Ich mach das jetzt mal anders. Ich hol mir sogar noch einen nach. Lass den dann da ordentlich seine Arbeit machen. Ja, läuft soweit. Zurück. Hier helfen wir nach. So, und die da, da werden wir hier rumschaufeln und da auch noch einen Tower hinstellen. So. Da hinten nur upgraden. So, jetzt wird's aber gefährlich, denn jetzt kommen diese Schwertkämpfer und die sind scheiße. Die sind kackschwer. Die hauen richtig rein. Jawohl, wir können ein bisschen erhöhen. So, die gehen wir gleich mal wieder zurück hier. So, nächste Wave kann. Zack, weg sind sie. So sieht's aus, Leute. Und die nächste Wave. Die Schwertkämpfer gehen gleich zurück. Und retour. So, jetzt können wir die schön upgraden. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht gleich fliegende. Jetzt habe ich zu früh. Nächste. Na gut, es geht eigentlich. Wir haben halt nichts ready jetzt, aber haut schon hin. So weit haut's hin. Das passt schon so, Leute. Das passt schon so. Wir nehmen unseren Elektrofuzzi. So. Dann passt das schon. Mit Sicherheit. Oh, sieht ganz gut aus. Die müssen wieder zurück hier. Zack, das hat gesessen. So, wir können schon die nächsten reinlassen. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem hier. Die kriegen den Kreis hier gerade mal zu spüren sofort. Der muss geupgradet werden. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel Damage macht der jetzt. Abgegradet macht er 321 Damage von Bitten. Denn der macht so noch mehr Damage. Also, das ist so eine Sache, ne? Ich lass schon mal den nächsten rein sogar. Schön betäubt. So, die gehen wieder retour. Oh, diese Heilerei ist so widerlich, Leute. So ekelhaft. So, wir können den upgraden, es läuft, kein Problem, ihr geht wieder retour. So, da müssen wir nichts extra machen, das haut so hin. Jetzt kommen die Fliegenden, da bräuchte ich noch einen Elektro-Tower. Ich hoffe, das geht, es geht sie aus, sehr gut. So, und dich upgraden wir auch mal. So, die können jetzt kommen. Schauen wir, dass sie ein bisschen zusammenkommen. Das geht. So, die gehen gleich wieder retour. Die Fliegenden sind schon lästig, das muss man sagen.
So, ich lasse jetzt den mal so stehen und upgrade andere. Denn die Fliegenden, also der haut so richtig schön rein vom Attack Speed her. Das lasse ich dann mal so. So, dann können wir den hier upgraden. Haut wunderbar hin, überhaupt kein Problem. Noch mehr Upgrade. So, jetzt kommt ein Boss, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Bin neugierig, wo der ist. Und welcher Boss? Es gibt ja mehrere hier. Bis jetzt sehe ich nur keinen. So, ich hau jetzt mal da was rein. Es sind nämlich sehr viele Fliegende hier und das gefällt mir gar nicht. Wir werden den jetzt upgraden hier. So, dann gehen wir mal ein paar zurück. Sehr viele Fliegende, das ist ungut. Oh, shit, 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 shit. Ups. Das liegt jetzt schlecht hier, aber okay. So, da ist der Boss. Der Boss ist weg. Holen wir gleich die nächsten rein. So, dass sie die ein bisschen zusammenfassen hier. Geht ja ohne Probleme. So, la, la. Der geht wieder retour. Keinerlei Problem. So, jetzt kommen wieder Fliegende. Wir werden den jetzt hier nur upgraden. Hier machen wir den nur ein bisschen hoch. Dass der fast schon One-Hit machen wird. So, der haut jetzt richtig gut rein. Macht ordentlich Damage. Schießt zwar sehr langsam, aber er macht ordentlich Damage. So, indem wir auf Inferno spielen, sollten wir dann noch ein paar so Tower machen. Dieser Sniper Tower hier, weil das sind nämlich nicht so schlecht jetzt. So, da, das hat jetzt gewumst in der Hose. Jawohl, Leute. Also der war nicht schlecht. So, jetzt machen wir noch einen Elektrofuzzi hier. Und der Rest kann auch rauskommen. Ihr geht wieder retour, weil ihr hässlich seid. So, da sind ein bisschen viel unterwegs gerade. Aber das kriegen wir schon hin. Können wir den schön upgraden hier. Für den Boss auch. So, dann werden wir hier noch freischaufeln. Jetzt ist die Frage, was machen wir da? Machen wir da noch so einen Sniper Tower? Die sind nämlich nicht so schlecht auf Entfernung. So, jetzt brauche ich wieder Kohle. So, jetzt bin ich neugierig, welcher Boss jetzt kommt. Welle 20 von 30, Leute. Ah, die lasse ich mal durch hier. Kleinen sind ja nicht das Problem. Wenn das der Boss ist, dann, naja, schickt man den mal retour. Der geht dann noch, sage ich mal. Der ist nur ein bisschen lästig, aber solange es nicht zwei oder drei von denen sind, ist ja okay. So, hier geht auch wieder retour. So, Sniper Tower. Fliegende kommen wieder. Nochmal upgraden. So, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Kohle. Der hat gesessen. Sind zwar sehr viele, aber die kriegen unsere Tower hier ohne Probleme. Klein, das ist nicht das Problem. So, schönes Upgrade haben wir hier. So, das müsste eigentlich reichen jetzt. Auch falls Bosse kommen. War zum Beispiel einer, das geht ohne Probleme. Überhaupt kein Problem. Jawohl, wir sammeln jetzt nur mehr Kohle. Da sollte nichts durchkommen.
Es sollte sich ausgehen. Lass die nächste Wave gleich raus. So, ein so ein Boss ist hier. Den werden wir halt ein bisschen zurückschicken dann wieder. So, kein Problem. Der nächste. Irgendein Boss soll da kommen. Ah, der da, das ist nicht das Problem. Den haben wir einmal platt gemacht. Da ist ein zweiter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Den zweiten werde ich zurück. Der erste wird jetzt nicht das Hauptproblem sein. Aber das Problem ist, da kommt schon wieder einer. Ich möchte den roten jetzt nicht verwenden und mir das aufsparen. So. Wir werden das versuchen so zu lösen. Bisher klappt das ganz gut. Der ist fast full left, das gefällt mir nicht recht. So, dann setzen wir den mal zurück. Ganz einfach, weil der weiter vorne ist. So, du kriegst nur eine zusätzlich. Das passt schon. Ja, das kriegen wir ohne Probleme hin, Leute. So. Zurück mit dir. Braucht man nichts mehr machen. Sehr schön. So, du kriegst auch nur eine rauf. Da müssen wir den wieder zurücksetzen. Der dicke da. Der ist wichtig. So, dann nehmen wir jetzt den roten. So, der beschäftigt den dicken, haut hin. Das sind jetzt doch schon ein bisschen sehr viele. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt schon sehr giftig. Da müssen wir towertechnisch nur was machen, sonst wird es jetzt kritisch. Und ich würde sagen, hier machen wir noch so einen. Kaputtsparen ist nicht die Lösung. So, der dicke geht wieder retour. Also den Blitz haben wir noch nicht ready, okay. So, ein Elektrofuzzi noch. Und schön auf. Upgraden, upgraden. So, du gehst wieder retour. Du frisst wieder Tester. Läuft, würde ich sagen. Lass mal den nächsten schon rein. So. Hier geht wieder retour da. Der ist weg. So. Ist überhaupt kein Problem. Da kann man die nächsten schon reinlassen. Wir sparen jetzt das. Wie gesagt, dann kriegen wir mehr Upgrades dann. Das müsste sich ausgehen, dass wir hier nicht drauf gehen. Was ist denn hier los? Das ist ein bisschen Matsch jetzt. Also da geht's richtig ab hier. Haben wir den schon geupgradet voll? Jawohl. So, also da das Zurückbeamen, das rentiert sich gerade richtig. Die kommen schon ungut weit vor. Ist schon ekelhaft hier. So. Das Beamen haben wir gleich wieder ready. Sollte dann hinhauen. So, zurück mit euch. Und es haut hin. Er darf wieder kommen, der Nächste. Du kriegst gleich eine auf den Latz hier. Und, oh, jetzt habe ich es ein bisschen blöd hin. Jetzt gehen die beide vorbei beim Kreis. Das ist natürlich sinnvoll. Jetzt kommt schon einiges, Leute. Das ist jetzt schon ein bisschen ungut. Ich überlege gerade, wir werden den hier zurück. Jawohl, der Blitz, der muss alle treffen. So, hier geht auch wieder zurück. Haut aber hin, wir haben hier gute Tower, Leute. Der nächste kann kommen. So, gleich am Anfang da, dass die zurückkommen. Welle 30 von 30, die letzte. Da ist die letzte, das brauchen wir hier an nichts sparen. So. Wer hier spart, spart sich kaputt. Die gehen wieder retour hier. Jawohl, der Rote hält mal die gut auf hier. Das haut doch wunderbar hin, Leute. Wunderbar, wunderbar. Und ich werde sogar die Tower hier nur verkaufen. Und zwar aus dem Grund, dann kriegen wir einfach mehr Geld zum Schluss. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, aber es sieht ganz gut aus. Mehr Geld ist halt mehr Geister fürs Upgrade, ne? So, den müssen wir zurück, aber das werden wir hinkriegen. Der ist der Einzige, der Letzte hier. So,
Überhaupt kein Thema, Leute. Überhaupt kein Thema. Der wird dann immer vorkommen. So, da verkaufe ich sogar den noch. Und den auch noch. Und gleich haben wir's. Jo, geschafft. Mit einem Tower sind wir gut. Alter, geil. Seht ihr das, was ich meine? Ein bisschen mehr Geld bringt einfach mehr Geister für die Upgrades. Das ist es. So, jetzt haben wir wirklich gut kassiert. Da können wir schöne Upgrades machen. Man muss aber dazu sagen, die Upgrades sind jetzt ja schon brunsteuer. Also wir sind so hoch oben von den Upgrades her, dass die wirklich einfach brunsteuer sind. So, und wir haben, wie heißt es da, Schneebastion. Erfolgreich geschafft. So. Dann gehen wir noch upgraden. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Schauen wir mal so. Vielleicht Geld? Ah, das ist schon ziemlich teuer, der ganze Scheiß hier. Aber mehr Geld am Anfang ist sicher nichts Schlechtes. Statt 15 haben wir jetzt 25% mehr Geld, Leute. Ja, damit kann man leben. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.